fort. Von einer wirksamen Regulierung der Finanzmärkte, die uns versprochen worden ist in der Zeit des Elends, sind wir meilenweit entfernt. Das Casino ist wieder eröffnet. Die vorübergehend kalkulierte Zurückhaltung des Kapitals ist längst wieder der alten Arroganz und der Rigorosität der verantwortlichen Akteure gewichen. Bonizahlungen sind wieder Alltag. Und ich darf da nur mal ein Beispiel nennen. Es gibt in Deutschland die Hypo Real Estate, eine Bank, eine Geschäftsbank, nicht für die kleinen Sparer, sondern für Immobilien, für Investmentgesellschaften und so weiter. Und zu ihrer Rettung, weil sie angeblich ein systemisches Institut gewesen ist und auch heute noch ist, wenn die pleite ging, hätte das einen Rattenschwanz von katastrophalen Folgen. Die hat vom deutschen Steuerzahler 120 Milliarden, nicht Millionen, um Millionen, das ist ja Kleingeld, da geht es ohnehin nicht mehr drum, 120 Milliarden vom Steuerzahler bekommen. Das, sowas Ähnliches ist auch der Commerzbank widerfahren. Alles von Steuergeldern, also von Geldern der Opfer dieses Desasters. Und da, trotzdem haben sich Mitte des Jahres beide Banken, in jeder Bank ungefähr 150 Leute, 50 Millionen Euro Bonus gezahlt. Das sind rund 350.000 Euro Bono für ein Jahr. Für welche Leistung denn, Kolleginnen und Kollegen? Dafür, dass sie den Karren national und weltweit an die Wand gefahren haben. Also das ist wirklich nicht zu überbieten. Und was jetzt dazu kommt, Kolleginnen und Kollegen, ist heute schon angesprochen worden, ein ganz wichtiges Problem: die Spekulation mit Nahrungsmitteln und ihre tödlichen Folgen bereichert die Wirtschafts- und Finanzkrise. Anders wirtschaften, nachhaltig wirtschaften, davon reden viele, nur wenige handeln danach. Und mein persönlicher Eindruck ist, die Phase der Kritik an der Marktgläubigkeit ist schon wieder vorbei. Der Glaube daran, dass der Markt schon alles richten werde und alle sollen sich da raushalten, der Markt und nur der Markt richtet es, diese Kritik ist längst wieder verstummt. Und ich glaube, es liegt daran, wer in den Abgrund geschaut hat, der will wahrscheinlich daran nicht immer wieder erinnert werden. Und das gilt sowohl für die potenziell Leidtragenden, erst recht für die politisch Verantwortlichen. Und andererseits ist die Empörung weit verbreitet, dass nun die Opfer der Wirtschafts- und Finanzkrise auch noch für deren Folgen aufkommen müssen. Und die alleine, sie alleine sollen es richten. Es sind überall, überall in Europa Rettungsschirme aufgespannt worden für die verantwortlichen Akteure. Und die Opfer dieser Politik, dieses Wirtschaftens, dieses Finanzgebarens, die haben die nationalen Regierungen und die hat auch die EU im Regen stehen gelassen, Kolleginnen und Kollegen. Und damit dürfen wir uns nicht abfinden. Und wer sich noch einmal vergegenwärtigt, wie diese Krise entstanden und verlaufen ist, der nimmt Datenereignisse und Entscheidungen zur Kenntnis, die einem wenigstens im Nachhinein als grob fahrlässig und in Teilen als kriminell erscheinen. Viele Politiker, Wissenschaftler, Wirtschaftsführer haben uns jahrelang gepredigt, dass nur freie Märkte ein Maximum an Wohlstand bringen und dass der Staat sich davon nichts versteht, dass der Staat sich raushalten soll aus Wirtschaft und Finanzen, er soll sich zurückhalten. Und als dann soweit war, dass genau dieselben Herren vom persönlich nicht haftenden Stande den Karren an die Wand gefahren hatten, da haben sie nach dem angeblich ohnmächtigen Staat gerufen und um die Hilfe des Steuerzahlers einverlangt.
Ich sage immer so, Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das ist in Portugal nicht anders als in Deutschland. Wenn eine Familie dauernd über ihre Verhältnisse lebt, dann kommt irgendwann der Gerichtsvollzieher. Und wenn der kleine mittelständische Unternehmer schlecht wirtschaftet, dann kommt irgendwann der Konkursverwalter. Und dann ist Hängen im Schacht, dann ist Feierabend. Und wenn der kleine Häuslebauer seine Zinsen, seine Raten nicht mehr bezahlen kann, dann droht ihm die Zwangsräumung und die Versteigerung seiner Immobilie. Wenn aber Banken Milliarden Schulden aufgehäuft haben, dann kommt der Staat mit dem Geldsack des Steuerzahlers und adelt im Endeffekt ganz am Schluss noch dieses Fehlverhalten von Wirtschaft und Kapital. Und ich glaube, Kolleginnen und Kollegen, dass auch Journalisten in den Printmedien, im Rundfunk und im Fernsehen diese Ideologie weiter verbreitet haben. Die Politiker haben sie umgesetzt, und zwar eigentlich, ich sage das zumindest für Deutschland, quer durch alle Parteien, von den Roten, von den Schwarzen bis hin zu den Linken. Und an den Universitäten haben die Betriebswirte, die Volkswirte verdrängt, hat die Mikroökonomie die Makroökonomie ersetzt. Und der Aufbau einer zockenden Finanzindustrie, allein der Begriff Finanzindustrie, wurde nicht als hochriskante, gefährliche Spekulation kritisiert, sondern wurde als ein erfolgreiches Geschäftsmodell bestaunt und beklatscht. Und die Frage, wie man aus viel Geld sehr viel Geld machen kann, ohne den lästigen Umweg über die Realwirtschaft nehmen zu müssen, das war das Faszinosum über viele, viele Monate und Jahre hinweg. Und kritische Stimmen, dass dabei der Rest der Welt den Bach hinuntergehen könnte, die haben nicht wirklich interessiert. Sie kamen gegen den Mainstream nicht an. Und wenn Gewerkschaften sich geäußert haben, und das hat es zahlreich gegeben, dann hieß es, ja, Herr Gott, das sind die Dinosaurier am Ende des Industriezeitalters. Die haben die Schwelle zur Informations- und Wissensgesellschaft halt noch nicht überschritten. Das sind die Betonköpfe von gestern. Und der Hinweis des großen US-Ökonomen Kenneth Galbraith, der wurde eben nicht gehört, der immer gesagt hat, Finanzgenie bist du nur bis zum Bankrott. Mit anderen Worten, die Krise ist nicht vom Himmel gefallen und sie ist auch kein Naturereignis. Sie ist das Ergebnis menschlichen Willens und politischen Handelns, von Gier, die blind macht, und von Naivität, die politische Fehlleistungen provoziert hat. Und man darf sich schon fragen, wie konnte es denn in den westlichen Öffentlichkeiten, im aufgeklärten Europa, wo wir doch alle demokratisch und offen organisiert sind, wo wir freie Massenmedien kennen, aber keine Propaganda, Zensur und Meinungsunterdrückung, oder vielleicht doch, wie konnte es also in diesen Gesellschaften zu diesem kollektiven Wahn kommen, zu einem kollektiven Wahn, der das Denken und Handeln von Börsen, Aktien, Renditen und Märkten bestimmen ließ? Ich glaube, da kannst du nur einen Schlussstrich drunter ziehen und sagen, die Gier hat den Verstand endgültig besiegt. Und ich glaube, den demokratischen Gesellschaften sind ihre Frühwarnsysteme abhandengekommen. Und die Frage, ob sie wieder in der Zwischenzeit wieder funktionieren, ich habe da ernsthafte Bedenken. Meines Erachtens steht zumindest noch eine Aufgabe aus. Eine Aufgabe, die nichts mit Milliarden und Gesetzen oder Steuern zu tun hat. Aber mit der geistigen Auseinandersetzung, so wie wir das heute tun, das muss nur eine Massenbewegung werden. Mit der geistigen Auseinandersetzung, mit der Orientierung und dem gemeinsamen öffentlichen Lernen einer Gesellschaft. Und ich bin eigentlich sehr dafür, dass das, was geschehen ist, für die Allgemeinheit verständlich und zuverlässig rekonstruiert, analysiert und bewertet wird.
Aber von einer gründlichen Aufarbeitung, die versprochen worden ist in den Stunden der Not, merkst du nichts. Und es ist so, als wenn unsere vermeintlichen Eliten in einem unausgesprochenen, stillen Common Sense am liebsten die ganze Geschichte vergessen machen würden, erledigen, lochen und ablegen und die Geschichte ist erledigt. Ich glaube, wir müssen als Gewerkschaften hartnäckig eine offene, rücksichtslose Aufarbeitung und Aufklärung der Wirtschafts- und Finanzkrise verlangen und immer wieder einfordern. Und die Aufarbeitung, bei der nicht mal das Ergebnis, sondern der Weg das entscheidend ist. Es darf nichts unter den Teppich gekehrt werden und vor allem die verantwortlichen Akteure müssen zur Rechenschaft gezogen werden und wir als Gewerkschaften, die europäischen und auch die internationalen Organisationen, wir müssen da der Stachel im Fleisch von Politik und Kapital sein und ich weiß aus eigener Erfahrung, die Gruppe 2 im Wirtschafts- und Sozialausschuss der Europäischen Union, also die Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsgruppe, die leistet in diesen Tagen wirklich Beachtliches. Wir haben in Deutschland einen Kardinal in der schönen Stadt München, der sagt immer, Marx lebt, weil er selber Marx heißt. Und dieser Kardinal Marx, der hat ein Buch geschrieben, Das Kapital auf Katholisch. Und da hat er unter anderem ganz aktuell zur Wirtschafts- und Finanzkrise Folgendes gesagt. Der eigentliche Skandal in diesem völlig verantwortungslosen Finanz- und Wirtschaftsgebaren ist, dass diejenigen, die mit verwerflicher Zockermentalität entscheiden, nicht für die katastrophalen Folgen ihres Tuns einstehen müssen, während jeder einfache Arbeiter für schlechte Leistung gerade stehen muss und oftmals Job und Einkommen verliert. Und ich meine, da hat er, ich glaube, das ist hier in Portugal, das ist in Spanien, nicht anders als bei uns in Deutschland, in keinem anderen Land der 27 Mitgliedstaaten in der EU, da hat er in der Tat völlig recht, der Erzbischof Marx, auch wenn er halt eben diesen Namen trägt. Und wir brauchen eine effektive Regulierung und Kontrolle auf den Finanzmärkten, die im Detail, und das ist unsere Forderung, die im Detail unter Beteiligung unserer gewerkschaftlichen Experten, und wir haben dort durchaus etwas zu bieten, dass unsere Experten in den nationalen Gewerkschaften, in europäischen und internationalen Instituten, in den Instituten und befreundeten Stiftungen daran beteiligt werden bei der Definition von Regulierung und Kontrolle. Und da sind wir halt eben bis heute keinen einzigen Schritt weitergekommen. Kein einziges Finanzprodukt, das den Weltbrand entfacht hat, ist bis heute verboten. Obschon das Politiker lauthals und in populistischen Absichten wiederholt und überall auf der Welt verlangt hat. Es gibt immer noch, auch das war versprochen, keinen TÜV, keinen technischen Überwachungsverein für Finanzprodukte. Aber es gibt nach wie vor effektive Kontrollen über Kartoffeln und über den Krümmungsgrad von Salatgurken. Das ist ja auch wahrscheinlich viel, viel wichtiger, Kolleginnen und Kollegen.